Vom Reschenpass gelangen wir über das Kloster Marienberg und Malz ins Matschertal und über Schlanders und Goldrain ins Martelltal. Entlang von Wahlwegen wandern wir von Stamen nach Castelbell und mit der Seilbahn fahren wir von Rabland nach Aschbach. Nach einem Besuch von Meran und einem Ausflug nach Dorf Tirol enden unsere Streifzüge im Passaertal zwischen St. Leonhard und St. Martin. Vom Reschenpass kommend passieren wir den aus dem Stausee ragenden Kirchturm von Altkraun. Auf dem Weg hinab ins Etschtal biegen wir in Burgeis ab, um das Kloster Marienberg zu besuchen. Der von weitem sichtbare, weiß getünchte, festungsartige Bau liegt in einer Hangmulde oberhalb von Burgeis. Das 1096 im Engadin gegründete Benediktinerkloster siedelte 1150 an den heutigen Standort im oberen Finchgau um. Die ursprünglich romanische Stiftskirche wurde 1647 barockisiert. Im Museumstrakt sind Kutschen aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt. Über Burgeis kehren wir zurück auf die Staatsstraße durch den Finchgau. Hinter Malz biegen wir ab ins Matschertal, das sich in nordöstlicher Richtung zu den südlichen Ötztaler Alpen hinzieht. Matsch, die einzige Ortschaft des Tals, liegt am Hang oberhalb des Saldurbachs. Die um 1500 errichtete Pfarrkirche und der Friedhof liegen deutlich separiert vom übrigen Ort. Matsch wurde von den alpinen Vereinen als sogenanntes Bergsteigerdorf zertifiziert. Damit werden Ortschaften bezeichnet, die eine intakte Natur- und Kulturlandschaft aufweisen und von großen technischen Erschließungen verschont geblieben sind. Wir blicken hinüber zum Talschluss Richtung Ötztaler Alpen und wandern eine kurze Strecke auf dem Weg entlang dem Ackerwall in knapp 1800 Meter Höhe talaufwärts. Zur Bewässerung von Wiesen und Feldern wurden schon vor Jahrhunderten eigene Kanäle, sogenannte Wale, angelegt. Dort, wo die Niederschläge selten waren, wurde das Wasser aus den Bächen der höher gelegenen Talschaften abgeleitet. Da wir heute noch rechtzeitig zu unserem Urlaubsquartier müssen, kehren wir nach Matsch zurück und fahren mit dem Auto bis zum Ende der Fahrstraße bei den Glieshöfen.
Dort angekommen präsentiert sich hier das hochmoderne Almhotel Glieshof. Einen Kontrast dazu bildet die kleine Kapelle daneben. Über Matsch kehren wir zurück ins Etschtal. Stolze 91 Meter misst der schlanke Turm der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt im Finchgauer Hauptort Schlanders und ist damit der höchste in Tirol. Die etwa um 1500 errichtete Kirche wurde 1759 barockisiert. Der stattliche Renaissancebau der Schlandersburg wurde um 1600 errichtet. Als besonders charakteristisch gelten die zweigeschossigen Loggiengänge. Weiter entlang der Etsch erreichen wir unser Ziel Staben am Eingang des Schnalztals. Die Kirche Unsere Liebe Frau stammt noch aus romanischer Zeit. Im Innern wurde sie 1638 barockisiert. Unser Urlaubsquartier, der Brunnerhof, liegt zwischen Weinbergen und Etsch. Nach dem Frühstück in rustikalem Ambiente begeben wir uns zum Bahnhof der Finchgerbahn, die Meran mit Malz verbindet. Mit der Gästekarte hat man freie Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in der Region Südtirol. Wir steigen in den Zug Richtung Malz und fahren bis Goldrain. Dort steigen wir um in den Bus, der uns ins Martelltal bringt. Das nach Südwesten ausgerichtete Seitental des oberen Etschtals führt 27 Kilometer in die Ortler Alpen hinein. Wir fahren mit dem Bus bis zum Hauptort Dorf Martell am Westhang des Tales. Im zunächst flachen und weiten Talgrund passieren wir Mortor. Das Martelltal ist in den Nationalpark Stilfser Joch integriert und wird von der Plima entwässert. Die Talfurche weist mehrere Stufen auf, die in Serpentinen überwunden werden. . 1448 wird in einer Urkunde erstmals Bergbau im Martelltal erwähnt. Abgebaut wurden Kupfer, Eisen und Silber. Unsere Busfahrt endet in Dorf Martell. Die ursprünglich romanische Pfarrkirche St. Walburga wurde 1650 erweitert und 1759 entstanden die Deckengemälde. Vom Friedhof neben der Kirche blicken wir hinab ins Tal. Eine Orientierungstafel hilft uns für unsere bevorstehende Wanderung. Wir blicken auf das zwischen 900 und 1800 Metern höchstgelegene zusammenhängende Erdbeeranbaugebiet Europas. Die klimatischen Bedingungen im Martelltal sind außerdem ideal für den Anbau verschiedener schmackhafter Beeren, Kräuter und Gemüsesorten. Thank you.
Dann starten wir zu unserer Wanderung Richtung Talausgang. Der Anfang ist ziemlich steil und eng, bis wir den Talgrund erreichen. Dort folgen wir dem Plimabach, den wir auf dem Weg zum Talausgang mehrfach überqueren. Zurück auf der Fahrstraße blicken wir auf die Ruinen der hochmittelalterlichen Burgen Ober- und Untermontani auf einem Felsrücken am Eingang des Martelltals. Von Mortor mit der Kirche St. Dionysius nehmen wir den Bus bis zum Bahnhof Goldrain. Von dort geht es mit dem Zug zurück nach Staden. Vor der Rückkehr in unser Quartier gönnen wir uns noch ein Eis. Am Eingang zum Schnalstal besuchen wir heute den Finschger Bauernladen, wo landwirtschaftliche Erzeugnisse der Umgebung direkt vermarktet werden. Von hier geht's mit einem Shuttlebus hinauf zum Schloss Juval. Haben wir schon da. Unterhalb des Schlosses beginnt unsere Wanderung auf dem Schnalzer Wahlweg. Entlang dem südexponierten Hang des Sonnenbergs wechseln wir oberhalb von Chars auf den Latschander Wahlweg, dem wir bis Castelbell folgen. Oberhalb der Schnalztalmündung folgen wir dem aus dem Schnalztal kommenden Wal zunächst auf einem botanischen Lehrpfad. Eine Walschelle signalisierte dem für die Wartung zuständigen Waler durch ihr rhythmisches Läuten den funktionierenden Wasserdurchfluss des Wals. Um rund um die Uhr das Funktionieren des Wals gewährleisten zu können, wohnte der Waler in einer solchen Walerhütte. Mit Hilfe einer Holzrinne kann hier das Wasser abgeleitet werden. Aufgrund der wenigen und unregelmäßigen Niederschläge im Finchgau und im Meraner Raum legten Bauern hier schon ab dem 13. Jahrhundert
kilometerlange Wale an, die der Bewässerung dienten. Der Schnalzwal ist mit fast 11 Kilometer Länge der zweitlängste Wal in Südtirol. Mit dem Bau wurde 1504 begonnen, 1553 war die Verlängerung bis oberhalb von Castelbell vollendet. Der Sonnenberg, die südexponierte Talflanke des Etschtals, erstreckt sich von Parchins bis Malz. Er ist aufgrund der intensiven Sonneneinstrahlung und der geringen Niederschläge von einer steppenartigen Trockenvegetation geprägt. Weiter geht es durch den schattigen Hangwald entlang dem Waal. Wieder überquert der Wal einen Einschnitt in einer Holzrinne. Ein Rechen an dieser Walableitung hält Sedimente und mittransportiertes Material zurück. Und erneut kommen wir an einer Walschelle vorbei. Durch einen Kastanienhain geht es hinab Richtung Chars, dessen Kirchturm vom Tal herauflugt. Wir bleiben aber oben am Hang und wechseln zum nächsten Wal, der aber kein Wasser mehr führt. Eine Tafel weist aus, dass wir uns hier auf dem Finchger Weinweg befinden. Und dieser Platz bietet sich auch für eine Vesperpause an. Inzwischen begleitet uns das Wasser des Latschanderwals, der uns von seiner Ableitung bei Goldrain entgegenfließt. Vorbei an Rebstöcken nähern wir uns Castelbell, wo unsere 7 Kilometer lange Wanderung endet. Auf einem Felsrücken über dem Ort thront das um 1200 erbaute Schloss Castelbell. Seine heutige Form erhielt es im 16. Jahrhundert. Vom Bahnhof Castelbell kehren wir mit dem Zug zurück nach Staden. Wieder mit dem Zug unterwegs sind wir in Rabland angekommen. Mit der Seilbahn gelangen wir zur Bergstation Aschbach auf 1350 Meter Höhe. Von hier bietet sich ein umfassender Blick ins Etschtal im unteren Finchgau. Wir folgen einer Forststraße entlang dem dicht bewaldeten Hang des Nörderbergs, von dem sich immer wieder Ausblicke hinab ins Etschtal bieten. Auf demselben Weg kehren wir zurück zur Bergstation.
Auf einem Geländevorsprung steht die 1695 erbaute Kapelle Maria Schnee. Dann machen wir noch einen Abstecher nach Aschbach mit der neuen Kirche von 1895. Im Gasthaus Aschbacher Hof lassen wir uns einen leckeren Kaiserschmarrn schmecken. Mit der Seilbahn kehren wir zurück nach Rabland. Der Ort war bereits in römischer Zeit als Straßensiedlung entlang der einstigen Via Claudia Augusta verkehrstechnisch von Bedeutung. Ein Kurzausflug führt uns ins nahegelegene Naturns. Am Hang des Sonnenbergs inmitten von Weinreben erhebt sich die Burg Hochnaturns aus dem 13. Jahrhundert, die heute ein privater Wohnsitz ist. Im Gasthaus Langwies gönnen wir uns ein leckeres Abendessen. Am Bahnhof Staben besteigen wir heute den morgendlichen Zug nach Meran. Nach dem Besuch von Meran fahren wir mit dem Bus nach Dorf Tirol und durch das Passaertal bis St. Leonhard. Nach Überwindung der Geländestufe bei Töll durch Tunnel und Kehrschleifen erreichen wir den breiten Talkessel von Meran. Vom Bahnhof der zweitgrößten Stadt Südtirols machen wir uns auf den Weg in die alte Kurstadt am Zusammenfluss von Etsch und Passau. Die Laubengasse ist seit 1258 Merans Hauptgeschäftsstraße. An den Marktständen finden sich viele Köstlichkeiten. Gleich neben der Altstadt gelangen wir zur Kurpromenade entlang der Passau. Blumenbeete und Bäume bilden eine prächtige Flora entlang des Jugendstilparcours. Die Vollendung des Kurhauses Anfang des 20. Jahrhunderts markierte den Höhe- und Schlusspunkt der Umgestaltung Merans in eine Kurstadt. An der Passerpromenade wurde um 1850 die Wandelhalle errichtet. Sie diente für die damals aufstrebende Kurstadt als Austragungsort für Konzerte, Sportveranstaltungen
und Treffpunkt für Liebhaber der schönen Künste. Vom Sisiweg auf der anderen Seite der Passer genießen wir den Blick hinüber zur Altstadt. Bei der Meraner Therme besteigen wir den Bus hinauf nach Dorf Tirol. Der Ort auf dem Rücken des Küchelbergs oberhalb von Meran wurde 1158 erstmals urkundlich erwähnt. Die Pfarrkirche St. Johannes wurde zunächst im romanischen Stil gehalten, später aber um einen hochgotischen Chor erweitert. Das um 1100 errichtete Schloss Tirol war die Stammburg der Grafen von Tirol und die Wiege der gleichnamigen Grafschaft. Durch einen bereits 1682 gegrabenen Tunnel gelangen wir zum Schloss, das bis ins 15. Jahrhundert die Residenz der Landesfürsten war und heute das Südtiroler Landesmuseum für Kultur und Landesgeschichte beherbergt. Nach einer Erfrischungspause kehren wir zurück nach Dorf Tirol und Meran. Unser letzter Streifzug führt uns von Meran ins Passaier Tal. Es war wegen seiner Nord-Süd-Lage und der Passrouten ein historischer Fernhandelsweg. In St. Leonhard, dem Geburtsort des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer, verlassen wir den Bus. Wegen der Gabelung zu den Pässen Timmelsjoch und Jaufenpass war St. Leonhard der strategisch wichtigste Handelsort im Passaier. Leider regnet es auf unserer Wanderung talabwärts, sodass wir mit dem Bus ab St. Martin wieder zurück nach Meran fahren. Von dort gelangen wir mit dem Zug wieder nach Staben. Damit enden unsere erlebnisreichen Streifzüge durch den Finchgau, das Burggrafenamt und das Passaier Tal.